Brüder und Schwestern, das Fest der Taufe des Herrn ist für mich immer so ein bisschen merkwürdiges Fest, weil ich, auch wenn ich mein Theologiestudium abgeschlossen habe, keine Ahnung habe, warum Jesus sich taufen ließ. Also ich weiß nicht, was er damit bezwecken wollte. Er hat es getan, ich muss es auch nicht verstehen, wenn jemand es versteht. Schön, aber ja, ich weiß nicht wirklich, was Jesus davor hatte. Wozu braucht er diese Taufe, die eigentlich keine Taufe ist? Weil das ist nur ein Reinigungsritus bei Johannes gewesen. Aber das ist mir nicht so wichtig. Ich sehe da einige Sachen, die mir viel wichtiger sind. Also in dieser Tatsache, dass Jesus sich taufen ließ. Das erste ist, dass Jesus ins Wasser steigt. Und vielleicht wisst ihr das, vielleicht auch nicht. Ich erzähle es trotzdem. Für Juden ist Wasser etwas ganz Besonderes, also vor allem zu der Zeit Jesu, heute nicht so sehr. Aber für die Menschen damals war Wasser etwas Bedrohliches. In den Evangelien lesen wir auch in manchen Erzählungen, die Juden sehen es, also das Wasser als den Sitz der Dämonen, weil, also Wasser ist dunkel, sie haben gehört, einige sind aus Wasser ausgefahren und nicht zurückgekehrt. Ja, was ist mit denen passiert? Und da kann man nicht reinschauen, was da drinnen ist. Also was ganz tief ist, wusste man nicht. So ist es ein Ort, also das Wasser, das mit Angst erfüllt. Eine vielleicht irrationalen, aber sehr realen Angst vor dem, was kommt. Und für mich ist dieses Bild, dass Jesus in das Wasser des Jordan reinsteigt, hineingeht, ein Bild dafür, dass Gott genau da kommt, wo unsere Ängste sind. Ihn stört es nicht, dass wir Angst in unserem Leben vor so vielen Dingen haben. Und wenn Gott das tut, geschehen unglaubliche Dinge. Ich könnte euch stundenlang erzählen, was ich letztes Jahr erlebt habe, wo Gott in die Angst hineinkommt, in meine eigene, in die Angst der Menschen, die ich sehr gut kenne, mit denen ich befreundet bin. Wie sich das Ganze löst, wenn man sich öffnet, wenn man es zulässt, dass Gott das wirkt. Gestern bin ich nach Wien noch am Abend gefahren und ich höre immer gerne Lobpreismusik, wenn ich unterwegs bin. Und ich habe mir wieder ein Lied vom Hillsong, das ist eine australische Band, angehört. Das Lied trägt den Titel Oceans. Und übersetzt heißt es im Refrain, dass der Geist dort hineinkommt, wo unser Vertrauen grenzenlos ist. Genau dort kommt Gott. Also er kommt auch da, wo wir kein Vertrauen haben, aber da werden wir mit dem Geist erfüllt. Da, wo ich trotz meiner Angst Gott sage, ja, du darfst mit mir machen, was du willst. Wo dieses Vertrauen Gott keine Grenzen setzt, da sind wir vom Geist erfüllt. Und als zweites sehe ich das, was ganz am Ende des Evangeliums steht. Das ist für mich der Mittelpunkt der ganzen Botschaft Jesu, wo die Stimme des Vaters ertönt und über Jesus spricht: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Gefallen gefunden. An diesem einen Satz zeigt sich, wer Gott ist. Weil er spricht es nicht nur zu Jesus. Schon im Alten Testament haben wir diesen Satz ziemlich oft. Also das ist nicht so, dass es hier das erste Mal vorkommt im Lukas-Evangelium. Im Alten Testament ist es schon. Nur an Jesus zeigt sich, was es bedeutet, dass diese Zusage nicht nur ihm gilt, sondern jedem von uns. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ja, das klingt nicht besonders neu und nicht besonders irgendwie aufregend, aber es ist sehr, sehr wichtig. Also für mich persönlich, weil ich versuche seit so einiger Zeit, diesen Vater in mein Leben reinzulassen, diesen, den Jesus verkündet hat.
Mein leiblicher Vater ist eigentlich ein guter Kerl, aber er hat nichts mit Gott zu tun. Und so auch eure Väter, und wenn ihr selber Väter seid, hat es auch nichts mit Gott zu tun. Also meistens, manchmal schon. Und wenn du Mutter bist, hat es auch nichts mit Gott zu tun. Gott ist ganz anders als wir. Und zu so einem Gott werde ich von Jesus hingeführt, weil ich versuche, immer wieder aufs Neue mein Vertrauen in ihn zu setzen. Also keine Grenzen. Das ist sehr anstrengend, aber es ist toll. Weil wenn man sich unter den Blick Gottes stellt, wird einen diese Angst, die in unserem Leben immer wieder kommt, vor dem, ob mein Geld ausreicht, was andere über mich sagen, wie ich mein Leben schaffe, wie ich am Ende meines Lebens dastehe, wie diese Woche aussehen wird oder sonst was. Diese Angst bindet immer. Und Jesus sagt, da gibt es einen, der dich sieht und er liebt dich einfach. Er sagt zu dir und zu mir, du bist mein Kind. Nichts kann dich auf dieser Welt binden, wenn du dich auf mich einlässt. Und wenn man so unter der Gnade Gottes durch das Leben geht, geschieht Unglaubliches. Ich habe das große Glück, es ist wirklich ein großes Privileg, dass ich auch ein paar Menschen in geistlicher Begleitung habe. Und das sind unglaubliche Menschen, weil sie genau das tun, was ich heute erzähle. Die versuchen, Gott keine Grenzen zu setzen. Und nach außen hin sieht es manchmal schon komisch. Es kann befremdlich sein für Außenstehende. Aber ich weiß auch, was in ihrem Inneren geschieht, welche Angst vor Leben sie hatten und wo diese Angst plötzlich weg ist. Es erfüllt also mich selber mit einem großen Glück, dass ich das sehen darf. Dass es Menschen gibt, tatsächlich, die Gott so vertrauen können, wie Jesus es gemacht hat. Ohne irgendwelches Wenn und Aber, einfach so. Und wie dieser Blick Gottes, dieser liebende Blick sie verändert. Wie er sie aufmacht, ihr Herz aufbricht. Zu Neuem, zu Wunderbarem, zum Leben. Weil, wenn du Angst hast, lebst du nicht wirklich. Wenn du keine Angst hast, kannst du dich entfalten, verändern und wirklich das Leben genießen. Und das ist nichts Schlimmes. Da kommen auch sehr viele Gefühle dazu. Und manchmal, also ich habe immer auch früher so gedacht, also wenn ich mich auf Gott völlig öffne, wenn ich ihm keine Grenzen setze, dann gehen die Gefühle mit mir durch. Und das ist nicht gut. Das ist eine Gefühlsduselei. Das ist etwas ganz Flaches. Also das ist wie eine Pfütze. Das ist nichts. Da geht man nicht in die Tiefe, wenn die Gefühle so hoch kochen. Und ich wurde des Besseren belehrt. Das ist nicht so etwas, was man abtun sollte. Die Gefühle sind ein Teil von uns. Gott schenkt sie uns mit Absicht, damit wir auch manchmal fähig sind, durchzudrehen, wenn wir seine Liebe sehen. Einfach so. Wenn ich war gestern eben bei dieser Messe und am Ende der Messe habe ich am Abend eine SMS noch bekommen. Ich habe dann nach der Messe schnell nachgeschaut von eben einem Menschen, der in der geistlichen Begleitung ist. Ich war jetzt letzten Tage, seine Frau mit ihr auch unterwegs, bei einem großen Lobpreiskongress, also es waren 4 Tage Lobpreis in Augsburg. Und ich habe gesehen, wie sie sich öffnen möchte, aber nicht kann. Dass sie eigentlich das Bedürfnis hätte, beim Lobpreis einfach zu tanzen, aufzuspringen und Gott zu sagen, ja, du bist gut, du bist der Beste. Konnte sie aber nicht. Und am Ende der Messe habe ich diese SMS gestern bekommen und sie war auch bei irgendeinem Konzert, wo Lobpreis war und so weiter. Und hat mir nur geschrieben, rate mir, wer da tanzt heute. Jetzt kann ich's. Und so ist Gott. Er will dich verführen zum Tanzen. Er will, dass du aufspringst, wenn du ihn siehst. Und auch wenn du vielleicht zu verklemmt dafür bist, macht nichts. Vor Gott kann man sich ruhig lächerlich machen. Das ist nichts Schlimmes. Das sage ich immer wieder.
Aber es geht nicht darum, jetzt etwas gegen sich selber zu machen, was deinem Wesen nicht entspricht, sondern sich auf ihn einzulassen, das zuzulassen, wozu Gott dich einlädt, damit er dein und mein Herz verändert. Und dann wird irgendwann eines Tages dieses Aufspringen und Tanzen oder was auch immer nicht so wichtig sein. Das wird etwas, was ein Teil deines Lebens ist. Etwas Selbstverständliches. Dann werden die Blicke der anderen Menschen ohne Bedeutung sein. Die, die dich manchmal verurteilen, die dich an sich selber binden oder sonst etwas mit dir machen. Dann werden die Erwartungen anderer nicht entscheidend sein. Weil Gott hat keine Erwartungen. Er verbindet mit uns keine Erwartungen. Er freut sich einfach an mir und an dir. Und er freut sich über all das Gute, was in uns ist. Habe Teil an dieser Freude. Lass diese Stimme zu, die heute zu Jesus spricht. Du bist mein geliebter Sohn. Lass es dir sagen, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein Kind. Und wenn man diese Beziehung zulässt, kann man nur glücklich sein. Auch hier auf Erden. Es ist zwar nicht die Aufgabe Gottes, uns glücklich zu machen, aber er macht es gerne. Er macht es wirklich gerne für seine Kinder. Nur es bedarf eines, das Herz aufzumachen für ihn. Ihn die Angst reinzulassen, wo man selber manchmal ohne Hoffnung ist, und diese Stimme zuzulassen. Du bist mein Kind. Du bist mein geliebtes Kind.